liebe Freunde. Heute bin ich mal wieder in meinem Garten. Sonne scheint, es ist eine tolle Atmosphäre und ich habe auf diversen Stellen hier ein paar Sachen ausgebreitet, die ich euch gut empfehlen kann, die so ein paar nützliche Dinge ermöglichen. Das eine sind diese einfachen Gummistrops mit Kugel. Die verwende ich zum Beispiel, um solche Dinge hier zusammenzukriegen. Das sind Verlängerungen, die man für alles Mögliche benutzen kann. Unter anderem auch kann man an diese Enden die Klammern, diese Schraubklammern anschrauben, um damit geschickte Sachen zu machen. Oder man kann sie an einen Stativrand schrauben, wenn solche Gewindebohrungen drin sind. Man kann da drauf einen Kamerakäfig draufschrauben. Wie auch immer, da werde ich noch mich ein bisschen zu äußern in einem anderen Video. Das ist schon bekannt, da habe ich ein Video drüber gemacht. Die Fernbedienung, die kann man knicken, die taucht nicht viel. Ich mache das anders, ich nutze das anders. Ich probiere den Radius aus, indem ich also wirklich ausprobiere, wie gut und wie eng der ist. In der Regel nicht so, weil das Antriebsrad ist hier, sondern so rum. So dass ich hier zum Beispiel den Gegenstand habe, den ich filmen möchte und das Antriebsrad eben außen rum dreht und natürlich auf einer ebenen Unterfläche. Hier geht es nicht, hier ruckelt das. Die Teile sind natürlich raffiniert, habe ich schon gesagt, worum es geht. Ich will auch gar nicht so lange reden. Ich zeige euch die Sachen im Gebrauch und wünsche euch viel Spaß. Zwischendurch werde ich mich auch mal wieder dazu melden. Jetzt genieße ich erstmal den Garten.
euch hat das Video gefallen. Wenn ihr solche Teile gerne haben möchtet, ich verlinke das natürlich alles unter dem Video, so dass ihr das bestellen könnt. Und klar, ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn der Daumen hoch geht. Wenn nicht, wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich hätte besser machen können. Wenn ihr noch mehr wissen wollt von den Dingen, mit denen ich arbeite, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich finde immer, ein Video muss eine Geschichte erzählen. Das ist nicht immer ganz einfach. Manches ist einfach nur Inhalt, ohne dass irgendwas Besonderes dahinter steckt. Bei mir geht es zunächst mal darum, wie löse ich die Aufgaben, die ich habe. Und das sind nicht unbedingt Aufgaben auf diesem Kanal oder für diesen Kanal, sondern das sind Aufgaben, die ich bekomme von außen, wenn ich irgendwelche Videos machen muss oder Fotos machen muss. Dafür habe ich ein bisschen Ausrüstung mir angeschafft und die verwende ich und wie ich die verwende und wie ich zu bestimmten Ergebnissen komme, das soll Thema dieses Kanals in der Zukunft sein. Insofern, alles Gute in Zeiten von Corona, haltet den Kopf oben, lasst euch nicht entmutigen und vor allen Dingen hört auf das, was die Wissenschaftler sagen. Natürlich auch, was die Politik sagt, denn das sind die Ratschläge, die aus der Wissenschaft herauskommen und die uns sicher helfen, diese Krise, die ja unbestreitbar ist, gut zu überstehen. Ich wünsche euch alles Gute und grüße euch aus meinem Garten im Umland von Rostock. Ciao.